Seit ich ein Kind war, habe ich an die Existenz Gottes geglaubt. Ich spreche selten mit anderen über diese Erfahrung. Diese Erfahrung war für mich das beste Geschenk, das Gott mir machen konnte. Ich spürte, wie ich meinen Körper verließ und in ein Reich jenseits der Realität eintrat. Es war nicht einfach ein Traum oder eine Halluzination, denn ich war mir meiner Existenz klar bewusst. Als diese Erfahrung stattfand, spürte ich eine besondere Verbindung zu Gott. Ich war in der Lage, die Gegenwart und unendliche Liebe Gottes wahrzunehmen. 20 Jahre nach meiner Nahtoderfahrung sah ich auch Szenen des jüngsten Gerichts. Ich leide seit meiner Kindheit an Asthma. Als ich 11 Jahre alt war, verließ meine Mutter diese Welt wegen einer Krebserkrankung. Die Nachricht war ein großer Schock für mich und ich war sehr traurig. Kurz nach dem Tod meiner Mutter fühlte ich mich sehr hilflos und verloren. Doch in dieser schwierigen Zeit geschah etwas Unglaubliches. Eines Nachts lag ich im Bett. Plötzlich spürte ich ein seltsames Phänomen, bei dem mein Körper allmählich in einen Zustand völliger Lähmung verfiel. Diese Erfahrung war für mich sehr beängstigend und beängstigend. Ich kämpfte und versuchte, meinen Körper zu bewegen. Egal, wie sehr ich mich zu bewegen versuchte, es war, als wäre mein Körper völlig außer Kontrolle geraten. Gleichzeitig war ich nicht in der Lage, einen Laut von mir zu geben. Dabei begann meine Atmung schwer zu werden und die Symptome eines Asthmaanfalls traten auf. Es fühlte sich an, als ob ein unsichtbarer Druck auf meine Brust drückte. Ich hatte das Gefühl, keine Kontrolle mehr zu haben, mein Körper und meine Atmung waren eingeschränkt. Meine Seele verließ meinen Körper. All meine Schmerzen waren verschwunden. Ein sich drehender Tunnel erschien vor meinen Augen. Dieser Tunnel schien sehr lang zu sein. Als ich den Tunnel betrat, bemerkte ich viele kleine Lichtkugeln um mich herum. Ich war neugierig auf diese Lichtkugeln, die wie die Seelen der anderen Menschen aussahen. Diese Lichtkugeln leuchteten sanft. Und sie zogen schnell um mich herum, als ob jede einzelne genau wüsste, wohin sie gehen würde. Es war, als gäbe es eine besondere Verbindung zwischen mir und diesen Lichtkugeln. Dadurch fühlte ich mich weniger allein. Als ich meine Aufmerksamkeit nach vorne richtete, blitzte ein grelles Licht vor meinen Augen auf. Dieses Licht strahlte eine warme Energie aus. Ich konnte vage ein riesiges quadratisches Gebäude erkennen. Viele Seelen gingen schnell an mir vorbei und bewegten sich alle auf dieses quadratische Gebäude zu. Ich verstand, dass dies unser Ziel war. Ich spürte eine Anziehungskraft, die mich tief nach vorne zog. Als ich in das Licht eintrat, entfaltete sich vor mir eine wunderschöne Szene. Eine Wiese voller Blumen. Jede Blume blühte in prächtigen Farben und verströmte einen betörenden Duft. Das Gebäude strahlte ein großes Licht aus. Wo ich hinsah, war kein einziger Schatten zu sehen, so hell war alles. Es war, als ob das Licht alles durchdringen könnte. Ich saugte die Schönheit der Szene in mich auf und nahm jedes Detail wahr. Ich wusste, dass ich in einer Welt der Reinheit angekommen war, in der Heimat unserer Seelen. Hier gibt es weder Schmerz noch Sorgen, nur unendliche Liebe und Frieden. Ich spürte, dass meine Seele befreit und wiedergeboren war und mit diesem wunderbaren Wesen verschmolz. Neugierig ging ich auf das quadratische Gebäude zu. Es schien in der Luft zu schweben und strahlte eine geheimnisvolle Aura aus. Als ich mich ihm näherte, entdeckte ich zu meinem Erstaunen, dass sein Sockel mit vielen großen Edelsteinen besetzt war. Diese Edelsteine gab es in den verschiedensten Farben. Jeder einzelne war so groß, dass er hell leuchtete. Die Edelsteine waren alle perfekt miteinander verschmolzen. Das war ein Anblick, den ich noch nie zuvor gesehen hatte. Ich blickte nach oben und sah eine hohe Wand über den Edelsteinen,
die aus einem goldenen Material zu bestehen schien. Diese Mauer gab mir ein starkes Gefühl der Sicherheit, als ob keine böse Macht in diesen Ort eindringen könnte. Hier war alles von reinster Liebe durchdrungen. Ich bemerkte, dass sich in der Wand drei Türen befanden, die weit voneinander entfernt waren. Ich ging auf eine der Türen zu. Es fühlte sich an, als sei die Tür aus Perlen gemacht. Sie leuchtete sanft, als wäre sie aus poliertem Marmor, und ihre Schönheit ließ sich nicht in Worte fassen. Nichts auf der Welt konnte sich damit vergleichen. Ich schaute auf den Boden vor der Tür, der aussah, als wäre er aus Glas. Dieses Glas war so dick, dass ich nicht durch das Innere sehen konnte. Ich wusste, dass dies mein Zuhause war. In diesem Moment spürte ich ein starkes Gefühl der Zugehörigkeit. Ich wusste, dass ich, sobald ich durch das Tor trat, in mein wahres Zuhause zurückkehren und bei denen sein würde, die ich liebte. Als ich vor dem Tor stand, wusste ich, dass Jesus auf der anderen Seite des Tores war. Obwohl ich ihn nicht sehen oder seine Stimme hören konnte, spürte ich deutlich seine Gegenwart. Dieses Gefühl erfüllte mein ganzes Wesen. Meine Gefühle waren so gemischt, dass ich nicht anders konnte, als zu weinen. Weil ich noch nicht bereit war, wollte ich meinen Vater und meine Schwester vorerst nicht verlassen. Dieser Gedanke machte mich traurig und brach mir das Herz. Mir war klar, dass ich nicht mehr zu meinem Vater zurückkehren konnte, sobald ich durch diese Tür gegangen war. Plötzlich erschien ein schillernder Engel vor mir. Ihre Anwesenheit gab mir ein überwältigendes Gefühl des Friedens. Ihre Schönheit lässt sich nicht in Worte fassen. Dieser Engel sagte mir sanft, dass ich noch nicht hier bleiben könne. Sie sagte mir, dass jetzt nicht die Zeit für mich sei, zu gehen, dass ich eine Mission zu erfüllen habe. Mit dem Weggang des Engels trat ich wieder in meinen Körper ein. In diesem Moment konnte ich wieder normal atmen und meine Asthma-Symptome waren verschwunden. Dies war eine weitere Gelegenheit, die Jesus mir gab, um meine Reise fortzusetzen. Es gab eine Zeit, in der ich oft Träume über die Endzeit hatte. Die meisten von ihnen waren sehr beängstigend. Damals verstand ich nicht, warum sie mir gezeigt wurden. Als ich 31 Jahre alt war, veränderte eine ungewöhnliche Erfahrung alles. Ich lag zu dieser Zeit im Bett. Plötzlich spürte ich, wie eine warme Hand durch meinen Brustkorb in meine Brust griff. Die Berührung war von einer übernatürlichen Kraft erfüllt. Ich konnte deutlich spüren, wie sich die Hand um mein Herz legte, als würde sie ihm Kraft und Wärme geben. In diesem Moment hörte mein Herz langsam auf zu schlagen. Die Zeit schien stillzustehen, und die Empfindungen in meinem Körper verblassten, während mein Bewusstsein klarer und schärfer wurde. Ich wusste, dass ich aus meinem Körper herausgenommen wurde und dass meine Seele begann, eine ganz neue Welt zu betreten. Der Prozess war so schnell und friedlich. Ich spürte, wie ich leichter wurde und nicht mehr an meinen Körper gebunden war. Alles um mich herum wurde hell und klar. Das nächste, was ich wusste, war, dass ich mich in meinem alten Zuhause befand, das sich in einer relativ abgelegenen ländlichen Gegend befand. Ich sah einen Fußweg auf einem Hügel, den ich noch nie zuvor gesehen hatte. Ich sah auch meinen Vater. Er war in Zivil gekleidet und ging langsam den Gehweg entlang. Ich hatte ihn schon lange nicht mehr gesehen. Nachdem er eine kurze Strecke gegangen war, blieb er plötzlich stehen, suchte sich einen Stuhl und setzte sich. In diesem Moment gab es plötzlich einen lauten Knall. Ich drehte mich um und sah in den Himmel, der sich langsam verdunkelte. Blitze durchschlugen die Dunkelheit des Himmels und erhellten die Umgebung. Das Geräusch des Donners ließ mich erschaudern. Der Himmel schien zu tosen.
Plötzlich öffnete sich am Himmel ein riesiger Riss wie eine sich entfaltende Schriftrolle. Der Riss breitete sich schnell aus und dehnte sich in alle Richtungen aus. An dieser Öffnung leuchtete ein intensives, helles Licht auf die Erde. Als ich auf dieses Licht blickte, konnte ich die Gestalt eines Mannes erkennen und wusste genau, wer es war. Ich wandte meine Aufmerksamkeit wieder meinem Vater zu und rief ihm zu: Jesus kommt! Heute ist der Tag des jüngsten Gerichts. Doch so sehr ich auch schrie, meine Stimme schien vom Winde verweht zu werden und erreichte nicht die Ohren meines Vaters. Ich beobachtete, wie mein Vater in einem Stuhl am Straßenrand saß, scheinbar in seine eigenen Gedanken versunken, ohne zu bemerken, was um ihn herum geschah. Meine Stimmung wurde unruhig, in der Hoffnung, ihn auf das Kommen Jesu und den nahenden Tag des Gerichts aufmerksam zu machen. Inmitten der chaotischen Szene sah ich viele Menschen, die sich in Angst versteckten und verschiedene Wertgegenstände in ihren Händen hielten. Mein Blick richtete sich wieder zum Himmel und ich sah die Seelen der Toten, die von einer unsichtbaren Kraft nach oben gezogen wurden. Dann wurde ich von einer unsichtbaren Hand nach oben in den Himmel gezogen. In einem Augenblick kam ich in die Gegenwart von Jesus. Er war in ein langes, strahlend weißes Gewand gekleidet. Sein Haar war dunkelbraun. Seine Gegenwart war voller Reinheit und Kraft. Als ich Jesus anschaute, bemerkte ich ein deutliches Loch in seiner Handfläche. Das Loch, als ob es ein ewiges Zeichen wäre. Ich bemerkte auch die Füße Jesu, von denen einer teilweise entblößt war, während der andere hinter dem Gewand verborgen war. Ich wusste, dass der verborgene Fuß die gleichen Spuren eines Traumas trug. Links von Jesus steht eine Frau. Ich weiß, dass es die Jungfrau Maria ist. Sie ist in ein wunderschönes blaues Gewand gekleidet, ihr langes Haar ist von einem Tuch bedeckt. Um ihn herum sehe ich andere, die ebenfalls hereingebracht werden. Jesus konnte in das Herz eines jeden Menschen sehen und seine Handlungen und Gedanken prüfen. Die Waage der Gerechtigkeit schwang und wog das Gute und das Böse und die Sünde eines jeden Menschen. Einige wurden zu Jesus gebracht, mit Gesichtern voller Reue und Demut. Sie bekannten ihre Fehler und baten Gott um Vergebung und Erbarmen. Ihre Sünden wurden ihnen vergeben und sie wurden auf den Weg des Lichts geführt. Es gab aber auch solche, die erschrocken waren. Gewissensbisse und Reue erfüllten ihre Herzen. Ihre Sünden wurden aufgedeckt. Sie wurden verurteilt und hatten ewige Qualen und Trennung vor sich. Hier sah ich auch meine Mutter, die gestorben war. Sie sah so schön und jünger aus, als sie bei ihrem Tod ausgesehen hatte. Ich stand neben ihr und wir versammelten uns zum Singen. Plötzlich spürte ich, wie eine starke Kraft mich von meiner Mutter wegstieß. Ich wurde zurück in meinen Körper gezogen. Die Szene vor mir verschwamm augenblicklich, und ich merkte, dass ich in die reale Welt zurückkehrte. Ich öffnete meine Augen und fand mich im Bett liegend wieder. Mein Herzschlag normalisierte sich allmählich wieder. Diese Szene des jüngsten Gerichts schien nur ein Traum zu sein, aber sie brachte mir Offenbarung und Einsicht. Ich lag ruhig im Bett und erinnerte mich an die guten Zeiten, die ich mit meiner Mutter hatte. Auch wenn ich in der realen Welt nicht mehr mit ihr zusammen sein konnte, wusste ich, dass unsere Verbindung auf einer anderen Ebene noch bestand. Diese Erfahrung hat mir ein tieferes Verständnis für das Leben und den Tod vermittelt. Sie hat mich daran erinnert, die Familie um mich herum wertzuschätzen. Sie hat mich auch dazu inspiriert, nach dem Guten und der Gerechtigkeit zu streben, und dass wir von Gott gerichtet werden. Der Tag des jüngsten Gerichts ist real. Ich bin jetzt noch entschlossener, den Weg des Lebens zu gehen. Ob ich nun vor Herausforderungen stehe oder mich an Freuden erfreue,
Ich werde mich immer an die Szenen vom Tag des jüngsten Gerichts erinnern, die mir als Leitfaden und Motivation dienen. Ich werde dem Wahnsinn des Lebens auf eine sinnvollere Weise nachgehen und mich bemühen, ein guter Mensch zu sein. Ich stand auf und ging zum Fenster. Die Sonne schien auf mein Gesicht, warm und hell, als wäre sie Gottes Gunst und Segen.